Hallo, willkommen zu einer neuen Episode Mario und Luigi. Oh, also, wir müssen immer noch die zwei Kelche finden. Wir haben letztes Mal diese Hammeraktion gelernt, dass Luigi im Boden sein kann und Mario schrumpfen kann. Ja, hier ist so eine Einkerbung im Boden. Da ist eine. Das sind auch die X'e, die wir vorhin immer im Boden gesehen haben. Da befinden sich immer Grinsebohnen drunter. Und jetzt müssen wir da irgendwie die zwei Kelche holen. Okay, da können wir mit Mario durch, indem wir ihn klein hauen und aufspringen und wir erhalten den roten Kelch. Sein Glanz blendet dich. Oh, meine Augen! Okay, und jetzt hauen wir Mario wieder groß und mit Luigi können wir da durch, unter das Gitter durch, weil wir ein Maulwurf sind, so wie mein alter Turnlehrer. Hier können wir nicht drauf. Bitte nicht auf Knöpfe an der Wand schlagen. Oh, okay, dann machen wir das mal. Okay, jetzt geht das Gitter auf und Mario kann hin und wir können mit einem Hi-Sprung da rauf und den grünen Kelch holen. Und wir haben den grünen Kelch. Sein Funkel blendet. Ah, mein Auge! Okay, ja, dann bringen wir. Nein, wir lesen Marios Zimmer. Ach, du bei Krieg, so verschwusst. Ich kann auf Reinigungskosten. Eisenplatte, hochqualitative Werkzeuge verwenden. Absolut maulwurfsicher. So, deswegen sind da die Platte. Mäuszimmer, bitte nicht. Kopf am niedrigen Eingang stoßen. Scheiße, wir haben alles gemacht. Wir sind Verbrecher. Nein! Okay, bringen wir den Kelch mal den Mozart. Oh, der rote Kelch und der grüne Kelch. Ihr habt die beiden Kelche gefunden. Fabulous! Ah, ja, die Reaktion jetzt perfekt beherrscht. Können wir euch nichts mehr beibringen. Also, welche Überraschung? Wohl an, ihr werdet den Herrn betreten im Wald und finden den legendären Weg extrem. Okay, endlich sind diese Klassik-Typen weg und wir können speichern. Naja, jetzt wegen Let's Plays und so. Ich habe echt Stress in der Schule. Am Montag habe ich zwar nur bis 1 Schule, aber am Nachmittag Physiotherapie. Am Dienstag habe ich bis 5 Schule Grinsewald. Und am Mittwoch habe ich bis 4 Schule und am Donnerstag auch bis 10 und nur am Freitag dann mal früher aus. Also ich habe da echt Stress. Okay, und jetzt zurück zum Spiel. Oh, hier ist das toll. Ah, hier. Oh mein Gott, ein neuer Gegner. Was befindet sich da? Was ist das? Pieksnuss. Oh shit. Sind das Kastanien oder so? Oder was soll das sein? Okay, ich bin drüber gesprungen. Gut. Mit Hammer. Denn drauf springen können wir nicht. Das ist... Aha, das sind Beanies, diese Halunken. Oh mein Gott. Beanies, das sind die stärksten Gegner im Spiel. Die sind viel mächtiger als Goombas oder Bowser oder noch irgendwer. Naja. Töten wir zuerst mal die anderen Peaks-Dinger. Weil die Beanies sind stark darüber. Darum kümmern wir uns am besten gleich als letztes. Okay, sie sind tot, aber sie sind wahnsinnig stark. Okay. Oh shit. Okay. Peaks muss genau das war's. Okay. Und der letzte Beanie. Tot. Okay. Erfahrungspunkte, kein Item. Und unter dem Stein ist eine Grinsebohne. Okay. So, ja. Ist nicht mehr viel. Oh mein Gott, noch ein Gegner. Oh mein Gott. Komm her. Ja. Okay, tot. Ja, und noch ein Gegner. Oh mein Gott. Noch überall Kastanien. Oh mein Gott, und tot. Alle müssen sterben. One hit. Oh shit. Okay, Mario ist Level 12. Ja. Okay, wir verstärken den Bart. Das sieht gut aus. Okay, komm. 3, okay, das geht. Dafür kommen sich schon ein paar neue Schuhe. Und Luigi ist Level 12. Komm, auch ein Bart. Boah, sieht gut aus. Aber vom Bart habe ich schon so ein Bart. Ja, 4, ja. Ich habe ein Traumhaus gewonnen. Ja, okay, ich höre schon auf. Das ist absolut. Ja. Auf dieser Karte könnt ihr. Okay. Das ist eine Karte. Oh. Okay, das sind hier die Speicherbücher und wo wir hin müssen. Aber wir gehen noch da oben hin. Denn da ist eine Warpröhre. Aber auch noch ein Gegner, der schon tot ist. Okay. Jedenfalls, da ist noch eine Warpröhre. Hier können wir uns jetzt jederzeit zwischen Sternschnuppenfeld und Grinsewald hin und her beamen. Derzeit bringt uns das noch nicht gar so viel, aber. Später, wenn wir mehr Röhren finden, dann ist das ein Lebensretter. Wie das VM-Fliegen bei Pokémon. Okay, und jetzt geht's.
und Sirup. Toll, okay. Dann gehen wir mal weiter im Grinsewald. Okay. Wie kommen wir hier durch? Ja, natürlich, wenn wir Luigi mal richtig verklöppeln. Ja, ich habe die Steuerung ein bisschen... Warum geht das nicht? Oh mein Gott, ich habe die Steuerung ein bisschen verlernt, deswegen kann ich es noch nicht so gut. Okay, komm, Luigi, klöppel mal. Ich habe da drauf gehauen, das gibt... Okay, ja, hier kommen wir jetzt mit einem Doppelsprung. Keine Ahnung, Obersprung, Hochsprung. Keine Ahnung, wie ich das nennen soll. Wir haben dies im Spiel genannt. So, hier durch diese Löcher können wir Mario durch. Dann verkloppen wir mal Mario. Komm, Mario. Sorry, echt, okay. Gut, Mario ist klein. Und jetzt Pilz. Man kann schon, okay, Sirup und Sirup. Okay, und jetzt ins andere Loch. Oh, ein Schalter, komm. Oh mein Gott, ich hab... Ich hasse diese Schalter. Ich hasse sie. Okay, dann mal... Mach ihn normal machen und hoch mit uns. Okay, was ist da? Cool. Eine Plattform. Oh mein Gott! Was sollen wir tun? Okay, viel Spaß, Teller in seinem kurzfristigen Zweitsitzen nach Imiu Veritas. Ein leeres Fass steht, eins zum Laden, teilst du direkt darunter auf, so nimmt das Fest in seinen Lauf. Oh, okay. Aber ich weiß natürlich, was wir machen müssen. Und zwar müssen wir Luigi verhauen und dann unter das Fass. Und er ist im Fass. Oh mein Gott, Luigi ist ein Fass. Fast joined your party. Und es leitet die Flamme zurück und zerstört dieses Cyborg-Tron irgendwas. Okay, ja, wir haben noch ein bisschen Zeit, also hüpfen wir mal hoch. Oh mein Gott, ein neuer Gegner, nein, den besiege ich das nächste Mal. Ach, aber du komm her, du Kastanie. So. Hüpf, hüpf, hüpf. Okay, und. Ach, da ist schon wieder ein Gegner. Nein, das wird zu viel. Okay, es sind zwar erst 7 Minuten 22, aber ich habe die Kämpfe vorhin noch nicht rausgeschnitten. Diesen Teil habe ich ja auch wieder im Nachhinein kommentiert. Also ist egal, wie die nächsten zwei. Also bis zum nächsten Mal.